Ja, hallo. Wir haben in der Vorlesung uns jetzt schon ziemlich lang mit regulären Automaten, mit endlichen Automaten beschäftigt und regulären Sprachen. Wir haben gesehen, es gibt deterministische endliche Automaten und nicht deterministische. Im Prinzip können die beiden das Gleiche. Beide erkennen reguläre Sprachen. Wir haben auch schon gesehen, reguläre Sprachen kann man auch durch reguläre Ausdrücke beschreiben und haben uns eigentlich die ganze Zeit um diese regulären Sprachen gedreht. Und jetzt ist natürlich so eine Frage, hey, gibt es eigentlich auch Sprachen, die nicht regulär sind? Wahrscheinlich würde ich Ihnen diese Frage so nicht stellen, wenn es keine gäbe. Und um diese Frage wollen wir uns aber in der jetzigen Vorlesung, mit dieser Frage wollen wir uns beschäftigen. Und das entsprechende Tool, was wir benutzen werden, um am Schluss zu zeigen, dass es nicht reguläre Sprachen gibt, ist das sogenannte Pumping Lemma. Das ist ein blöder Name, aber so heißt es halt, deswegen heißt die Vorlesung so. Lassen Sie uns nochmal mit einer kleinen Motivation anfangen. Also die große Frage, die wir uns im Moment stellen, ist, gibt es überhaupt Sprachen, die nicht regulär sind? Alle Sprachen, die wir im Moment angeguckt haben, waren regulär. Vielleicht haben Sie in den Übungen schon mal was gesehen, wo Sie gedacht haben, ob das regulär ist, weiß ich nicht so genau. Wir hatten aber noch keine Handhabe dazu und im Moment ist es noch nicht offensichtlich. Es könnte sein, dass einfach jede Sprache, die wir hinschreiben, regulär ist oder eben nicht. Und jetzt gucken wir mal, wie man vielleicht sich über dieses Problem ein bisschen nachdenken kann. Wir gucken uns mal ein Beispiel an, nämlich diese Sprache hier. Das ist das typische Beispiel 0 hoch n, 1 hoch n, n aus n. Das heißt, die Sprache besteht genau aus den Wörtern, wo erst n mal eine 0 kommt und dann n mal eine 1 kommt. Wobei das n eine beliebige Zahl sein kann. Das Wichtige an der Stelle ist, dass es gleich viele Nuller wie Einser sein sollen. Also wir haben die Wörter haben erstmal irgendeine bestimmte Anzahl Nuller und dann genau die gleiche Anzahl Einser. So, also ich habe hier mal ein paar Beispiele hingeschrieben. 01 ist drin, 0011 ist drin, 000, 111 und so weiter. So, und jetzt kann man mal anfangen zu überlegen, wie müsste denn ein Automat gebaut sein, der diese Sprache erkennt? Der müsste doch irgendwie, wir wissen ja nicht, was dieses N ist. Der liest also irgendein Wort und jetzt kommen ganz viele Nuller. Und der Automat müsste sich irgendwie merken, wie viele Nuller sind gekommen. Und dann fangen die Einser an und dann müsste er nochmal zählen, wie viele Einser kommen und müsste schauen, ob es das gleiche ist. Aber wie könnte sich ein endlicher Automat merken, wie viele Nuller da sind? Der kann das ja eigentlich, oder zumindest ist es die Intuition, dass die einzige Möglichkeit, wie der Automat das vermutlich machen könnte, ist, jedes Mal, wenn sich nur die Anzahl erhöht, halt in den nächsten Zustand zu gehen. Aber wir haben nur endlich viele Zustände. Und wenn unser Automat jetzt halt nur 10 Zustände hat, aber wir lesen 20 Nuller, dann reichen vielleicht diese 10 Zustände nicht, um diese 20 Nuller irgendwie um das zu zählen. Das heißt, unser Bauchgefühl würde uns irgendwie sagen, also zumindest wenn man lang genug damit rumgespielt hat, dass vermutlich diese Sprache nicht von einem endlichen Automat erkannt werden kann, weil wir dieses N aus N nicht irgendwie durch einen endlichen Automat hinkriegen. So, das ist jetzt ein Bauchgefühl und dieses Bauchgefühl würden wir gerne unterstützen, indem wir das wirklich beweisen. Also das ist ein anschauliches Argument und oft ist so eine Intuition ja gut. Wir werden aber später sehen, es gibt eine Sprache, die sieht fast genauso aus. Da würde man gerne das gleiche Argument anwenden und es geht aber schief. Das heißt, was wir jetzt gerne machen wollen, ist, wir wollen formal beweisen, dass es Sprachen gibt, die nicht regulär sind. Vielleicht nochmal, um noch einen Schritt zurückzugehen. Also wir haben diese endlichen Automaten, die sind schon ein verdammt einfaches Rechenmodell. Wir haben also dieses endliche Gedächtnis, was irgendwie nicht beliebig groß werden kann. Und das ist irgendwie klar, wenn ich nur endlich viel Gedächtnis habe und mir nicht vieles merken kann, oder zumindest ist es einleuchtend, dass ich ganz komplizierte Sachen damit vielleicht nicht hinkriegen könnte. Das ist aber nur das Bauchgefühl. Und jetzt würden wir es gerne formal beweisen. So. Und jetzt habe ich schon gesagt, es gibt dieses eine Lemma, was eigentlich an sich ein ganz einfaches Lemma ist, was man aber benutzen kann, um zu zeigen, dass Sprachen nicht regulär sind. Was das Lemma macht, ist, das stellt eine notwendige Bedingung dafür auf, wann eine Sprache, wenn man eine reguläre Sprache hat, dann erfüllt sie diese Eigenschaft. Das heißt, im Umkehrschluss können wir zeigen, wenn diese Eigenschaft nicht erfüllt ist, dann war diese Sprache nicht regulär. Wir schauen uns dieses Lemma jetzt erstmal an. Das ist jetzt ein bisschen ein unbeliebtes Kapitel bei vielen Studierenden, weil das Lemma an sich ist nicht schwierig, aber das anzuwenden, man muss da so ein bisschen aufpassen, in welcher Reihenfolge man was genau macht.
Jetzt schauen wir uns erstmal dieses Lemma an und ich habe es trotzdem Satz genannt, nicht weil es besonders schwierig ist, sondern weil es so wichtig ist. Also, sei A eine reguläre Sprache. Das ist immer der Ausgangspunkt. Wir wollen nämlich zeigen, wenn es eine reguläre Sprache ist, dann gilt was. Um das Lemma dann anzuwenden, wenn das nicht gilt, ist das Ding auch keine reguläre Sprache. Also, sei es eine reguläre Sprache, dann gibt es eine natürliche Zahl n. Und ich sage schon mal, diese natürliche Zahl wird die Anzahl der Zustände von dem zugehörigen Automaten sein. Es gibt diese Anzahl n, sodass ich alle Wörter, die in der Sprache sind und die Länge größer als n haben, zerlegen lassen in drei Teile. Also jetzt, der Automat hat n Zustände. Jetzt gucken wir uns Wörter an, die länger sind als n, mehr Buchstaben haben. Jetzt sagt dieser Satz, wir können dieses Wort jetzt in drei Teile zerlegen, x, y, z, wobei drei Eigenschaften gelten. Die erste Eigenschaft ist, die Länge von dem Wort y in der Mitte ist größer 0. Also das leere Wort ist hier nicht erlaubt, es muss schon mindestens mal einen Buchstaben erhalten, das Ding, was in der Mitte ist. Dann wollen wir, dass das erste und zweite Wort zusammen kleiner als n ist, kleiner gleich n. Also wenn ich nur x und y nehme, soll das echt kleiner gleich n sein. Also auch dieses z, das heißt umgekehrt, z darf nicht das leere Wort sein. Und das ist eigentlich nur, um zu sagen, also diese Zerlegung ist irgendwie eine nicht triviale Zerlegung. Und jetzt kommt es aber, für alle, jetzt die dritte Eigenschaft, ich nehme jetzt eine beliebige natürliche Zahl und jetzt kann ich ein neues Wort generieren, das besteht darin, dass ich x hinschreibe und dann y hoch i, also ich wiederhole das Wort y beliebig oft und dann mache ich wieder das Ende dran z. Und egal welches i ich hier nehme, für jede natürliche Zahl ist dieses Wort in A. Und das ist die entscheidende Eigenschaft. Und die Aussage dieses Lemmas ist jetzt also, wenn A eine reguläre Sprache ist, dann gibt es so eine Zahl n, sodass ein beliebiges Wort in dieser Sprache, was länger ist als dieses n, sich genauso zerlegen lässt, dass diese Eigenschaft hier gilt. So. Und jetzt schauen wir uns erstmal die Beweisidee an, weil eigentlich ist das nämlich was total, also dieses Lemma an sich ist was total Einfaches. Und ich versuche Ihnen das erstmal an dem Automaten zu zeigen. Also, wir wissen, wir haben eine reguläre Sprache vor uns. Was heißt es? Wir können einen endlichen Automaten hinschreiben. Jetzt gucken wir also, m soll also der Automat sein, der a erkennt. Und n ist diese Zahl, diese geheimnisvolle Zahl in dem Lemma, die wählen wir immer als die Anzahl der Zustände in diesem Automaten. So, und jetzt wollen wir ja ein Wort der Länge lesen, was größer, echt größer als n ist. Und jetzt gucken wir uns mal an, was macht dieser Automat. Also wir lesen jetzt, die Buchstaben sind mindestens n plus 1 Buchstaben. Wir lesen die und springen zwischen den Zuständen irgendwie hin und her und am Schluss enden wir irgendwo. Jetzt wissen wir aber, es gibt insgesamt n Zustände, aber wir machen n plus 1, wir gehen zu n plus 1 Zuständen. Weil, also wir starten in dem Startzustand und dann kommen n weitere Zustände, die jeweils durch Lesen des nächsten Buchstaben passieren. Das heißt, wir haben den Startzustand und n weitere Zustände. Das heißt, wir sind mal mindestens in n plus 1 Zuständen gewesen. Und wenn unser Wort länger ist, noch in mehreren. Jetzt ist es aber so, wir wissen ja, es gibt überhaupt nur n Zustände. Dieser Automat hat nur n Zustände. Wenn ich jetzt also eine Folge von n plus 1 solchen Zuständen hinschreibe, dann muss es zwingend so sein, dass ich in irgendeinem Zustand mindestens zweimal gewesen bin. Also es muss einen Zustand geben, es kann auch mehrere sein, aber es muss mindestens einen Zustand geben, den ich mehrfach besucht habe, mindestens zweimal. Und hier ist jetzt der Trick. Jetzt funktioniert das Ganze so. Wir starten im Startzustand. Und sagen mal, dieser Zustand QI, sagen wir mal, ist derjenige, den ich mindestens zweimal benutzt habe. Jetzt laufe ich also von Q0, schlapp, schlapp, verarbeite mein Wort, laufe da entlang und irgendwann bin ich in dem Zustand QI zum ersten Mal. Okay. Und jetzt lese ich mein Wort weiter, sagen wir mal, es ist ein deterministischer Automat, das macht es einfacher, ich lese das Wort weiter, schlapp, 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 schlapp und irgendwann bin ich wieder in dem Zustand QI, weil ich habe das QI genau das gewählt, ist der Zustand, wo ich mindestens zweimal war. So, und vielleicht mache ich diesen Kreis mehrfach, aber das ist mir an der Stelle egal. Irgendwann, sagen wir mal, ich besuche diesen Zustand genau nur zweimal, dann bin ich also zum zweiten Mal hier, dann verarbeite ich den Rest des Wortes und lande in diesem Endzustand. Ah, und der sollte auch einen roten Kringel außenrum haben. Geben wir ihn diesem roten Kringel. So. Das ist jetzt der Endzustand von dieser Verarbeitung des Wortes. Es muss kein akzeptierender Zustand sein, ist irgendeiner. So, und jetzt, wenn man sich dieses Bildchen ansieht, dann kommt einem eigentlich schon die Idee. Jetzt ist es doch so. Also, ich habe das Wort verarbeitet und schlapp, upsala, ich wollte meinen Pointer anmachen, und schlapp von 0 bis QI. Jetzt laufe ich das QI einmal entlang.
Durchlesen eines Teils des Wortes, und den Teil nenne ich Y. Naja, und wenn ich jetzt ein neues Wort baue, was diesen Teil Y halt hier nochmal an der Stelle hat, dann laufe ich halt diese Schleife nochmal entlang. Und nochmal und nochmal. Ich laufe diese Schleife also öfter entlang. Und irgendwann höre ich wieder auf und dann lese ich den Rest des Wortes. Das ist das Z. Und das ist genau diese Zerlegung. Ich gehe jetzt nochmal zurück zu diesem Pumping-Lemma. Also was sagt dieses Lemma? Ja, also es gibt diese natürliche Zahl, das ist die Anzahl der Zustände. Und ich starte jetzt mit irgendeinem Wort aus der Sprache, was länger ist als N. Jetzt finde ich diese Zerlegung in diese drei Teilworte. Und die Zerlegung ist jetzt genau das, was ich durch die Zustände mache. Ich gucke jetzt also, wo ist der Zustand, den ich mindestens zweimal beobachtet bis gesehen habe, und sage, das Wort Y ist jetzt praktisch, das bringt mich von dem, ist diese Schleife. Also in diesem Bildchen hier ist das Wort Y genau das, was diese Schleife hier generiert. Also dann, also ich lese zuerst den Teil des Wortes, der mich bis zu der Schleife hinbringt, dann kommt die Schleife und dann kommt der Rest, Z. Und jetzt ist die Aussage, also und jetzt sind X und Y und Z und so alles von mir aus nicht leere Worte, also echte Buchstaben, das sagen nur diese ersten zwei Bedingungen. Und jetzt sage ich, naja, jetzt kann ich diese Schleife Y auch mehrfach entlang laufen. Und egal wie oft ich sie entlang laufe, das Ding muss immer noch in A sein. Und jetzt fällt mir auch auf, hier ist noch ein Detail ungeschickt an diesem Bildchen. Das hier ist natürlich ein akzeptierender Zustand, weil ich ja mit einem Wort angefangen habe, was in der Sprache ist. Und die Aussage, die offensichtliche Aussage, die hier eigentlich ja nur benutzt wird, ist, naja, jetzt laufe ich die Schleife mehrfach entlang und mache den Rest der Verarbeitung und ende wieder in dem akzeptierenden Zustand. Das heißt, das Wort, dieses hier, was ich jetzt dadurch generiert habe, dass ich diese Schleife i-mal entlang laufe und nicht nur einmal, das ist wieder in A, weil ich in einem akzeptierten Zustand ende. Okay, ich hoffe, dass Ihnen das irgendwie einigermaßen einleuchtend ist. Ich finde, dieses Bildchen hier erklärt eigentlich alles, warum das Pumping-Lemma gilt. Jetzt versuchen wir, den Beweis einmal formal aufzuschreiben, und auch der formale Beweis ist eigentlich nicht sehr viel komplizierter. Ich habe eigentlich im Text genau das hingeschrieben, was ich Ihnen gerade versucht habe, mündlich zu erklären. Wir gehen ihn mal zusammen durch. Also, wir starten mit dieser Sprache A, sei M ein deterministischer Automat, der A erkennt. Also wir machen uns jetzt das Leben einfach und nehmen einfach einen deterministischen Automaten. Wir setzen N ist die Anzahl der Zustände. Und jetzt sagen wir, jetzt gucken wir uns ein Wort an, S1 bis SM, so dass M größer, es muss echt größer als N sein, Entschuldigung, muss ich gleich korrigieren, echt größer als N, upsala. Mindestens N plus 1. So, jetzt gucken wir uns die Folge von Zuständen an, R1 bis Rm plus 1, die Zustände, die der Automat bei der Verarbeitung von W durchläuft. Und vielleicht wäre es an dieser Stelle, naja, jetzt habe ich es mit 1 bis M bezeichnet, eigentlich müsste ich mit R0, also ich glaube, das müsste ich irgendwie mit, ist wieder Anfang und Ende der Schleife 0 oder 1, M oder M plus 1. Ich versuche das jetzt mal richtig hinzukriegen. Wenn ich das mit diesem Bildchen, was ich hier unten habe, matchen will, müsste hier wahrscheinlich Rm stehen. Und hier müsste ich aber mit R0 anfangen. Also ich habe M plus 1 Zustände, das ist klar. Aber ich fange jetzt an mit dem Zustand R0, das ist der Startzustand. Und dann kommt diese, also schauen wir mal. Also sei R0 bis Rm die Folge der Zustände, die der Automat bei der Verarbeitung dieses Wortes durchläuft. Also W habe ich auch noch nicht definiert, sehe ich auch. Also das soll praktisch W, upsala. Also dieses Wort W soll eben dieser String sein. So, und jetzt heißt es, unter den ersten Zuständen dieser, unter den ersten n plus 1 dieser Zustände. Also jetzt sage ich hier, n ist ja die Anzahl der Zustände. Jetzt kann m kann ziemlich groß sein. Es kann sein, dass mein Automat 10 Zustände hat, aber dieses Wort 100 Buchstaben hat. Aber was ich jetzt sage, wenn mein Automat 10 Zustände hat, ist halt unter den ersten 11 Zuständen mindestens einer, der zweimal vorkommt. Und den bezeichnen wir jetzt mit ri und rj. Also ri und rj sind der gleiche Zustand, aber i und j ist halt der Zeitpunkt, zu dem der eintritt. Und jetzt habe ich hier also r0. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, meine Indizes stimmen immer noch nicht, aber wir schauen mal. Also, und jetzt setzen wir das Wort x. Sind jetzt alle Buchstaben von S1,
von erste Buchstaben bis I-1. Also alle die Buchstaben, die mich das stimmt eigentlich, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich muss bis in diesen Zustand RI kommen. Ich muss jetzt einmal kurz nachdenken, das ist immer dieses I plus 1 minus 1 oder I. Also ich erkläre Ihnen aber mal das Prinzip. Also im Prinzip, was ich jetzt machen will, ist, ich will jetzt die Buchstaben nehmen, die mich bis RI bringen oder RI minus 1. Das muss ich mir gleich nochmal überlegen. Dann nehme ich die Buchstaben, die mich von I bis J minus 1 bringen. Also das ist immer diese Schleife, die ich jetzt hier praktisch beliebig oft durchlaufen kann. Und dann nehme ich die Buchstaben, die mich von J wieder wegbringen. So, und jetzt probieren wir das nochmal anhand von diesem Beispiel. Also das Wort Y sind praktisch die Buchstaben, ich starte im Startzustand. Das ist in dem Fall R1, nenne ich ihn mal R0, weil damit es jetzt konsistent ist mit dem, was ich oben geschrieben habe. Also ich starte im Startzustand R0, ich lese den ersten Buchstaben, bin im Zustand R1, ich lese den zweiten Buchstaben, bin im Zustand R2. Ich schreibe es mal so, dass man es lesen kann. R1, R2 und so weiter. Und jetzt lese ich immer mehr Buchstaben, bis ich im Zustand QI bin, in diesem Bildchen. Und hier muss ich sagen, bis ich im Zustand RI bin. Das heißt, das hier stimmt eh nicht. Also da fehlt nämlich ein blaues Pfeilchen. Tut mir leid, manchmal merkt man es halt erst, wenn man es erklären muss. Also mit dem... Ich gehe mit dem Buchstaben SI, also mit dem Buchstaben S1, ich bin nochmal hier, oh, jetzt funktioniert dieser blöde Pointer nicht mehr und ich weiß nicht warum. Manchmal hängt sich dieser scheiß Pointer auf, dann machen wir es so. Also ich gehe mit dem Buchstaben S1, komme ich in den Zustand R1, dann komme ich mit dem Buchstaben SI in den Zustand RI. So, und dann muss hier unten... muss jetzt stehen SI. Upsala, Radier ist weg. So. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommt diese Schleife. Ich laufe jetzt also praktisch von diesem RI aus los und laufe wieder bis ich in RJ wieder drin bin. Also, und das muss ich jetzt hier wieder korrigieren. Also ich laufe von RI los mit SI plus 1 und so weiter, bis ich hier mit SJ in diesen Zustand RJ komme und dann laufe ich später mit SJ weiter. Also hier laufe ich jetzt bis zu dem Zustand von SI plus 1, upsala, falsch schreiben, also von SI plus 1 bis SJ und dann laufe ich hier von SJ plus 1 bis SM. So, und ich hoffe, jetzt stimmt's. Wir gucken es uns jetzt nochmal an. Also wir laufen vom Startzustand los mit S1, landen in R1 und so weiter, bis wir mit SI nach RI laufen. Und das ist genau das Wort, was ich hier hingeschrieben habe. Dann, und ich kann hier vielleicht, um das irgendwie etwas sichtbarer zu machen, ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt am besten machen kann, vielleicht kann ich hier noch einen gelben Strich dazwischen führen. Also das ist, ich mache einfach diese Klammer, Das macht es jetzt nicht besser, das alles direkt, aber ich würde es, wenn ich es an der Tafel wäre, würde ich mir manchmal mich auch verschreiben und das dann irgendwie verbessern müssen. Da müssen Sie jetzt leider sich das mit angucken. Es hilft nichts, aber dann stimmt es wenigstens am Schluss. Also es geht jetzt von SI plus 1 bis SJ und hier geht es eben bis zu diesem SI und hier an dem letzten startet es eben von SJ plus 1 bis hierhin. Und das ist der Buchstabe SM, der uns in diesen letzten Zustand RM bringt. So. Also, tut mir leid, das Indexverschiebungen kennen Sie bestimmt auch. Beim Programmieren passiert jedem genauso Ihnen wie mir. Also hier haben wir jetzt hoffentlich die passenden Indizes. Das ist das Wort X, das ist das Wort Y, das ist das Wort Z. Und jetzt ist dieser Trick, diese Wahl, das ist das, was ich jetzt sagen will, erfüllt das Pumping-Lemma, weil insbesondere, wenn ich jetzt dieses Wort x, y hoch i, z ausführe, ich auch immer wieder zum Endzustand komme, weil nämlich ich diese Schleife hier, diesen mittleren Teil, einfach
so I oft durchlaufen darf. I heißt übrigens auch 0, ich könnte das auch ganz weglassen, dieses Stück, und würde immer noch in einem Endzustand landen. Genau. Und das ist eigentlich jetzt der formale Beweis des Lemmas. Es ist jetzt ein bisschen umständlicher aufgeschrieben, weil wir jetzt diese blöden Zustände genau und diese Worte genau definieren mussten, aber jetzt haben wir es ja geschafft und jetzt stimmen hoffentlich auch die Indizes. So, jetzt die Anwendung des Pumping-Lemmas. Und da muss man jetzt echt ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt ein Tick trickreich. Also was wir machen wollen ist, wir wollen sagen, also das Ziel des Pumping-Lemmas ist, zu zeigen, dass eine bestimmte Sprache nicht regulär ist. Das ist jetzt nicht so, dass das immer einfach ist und manchmal klappt es damit nicht, aber manchmal haben wir Glück und wir kriegen es eben mit dem Pumping-Lemma hin. Also hier steht deswegen, und das, da muss man echt ein bisschen aufpassen, also wenn wir Glück haben, können wir das Pumping-Lemma benutzen, um zu zeigen, dass eine Sprache nicht regulär ist. So, die umgekehrte Richtung geht nicht, ich sage das jetzt schon mal, ich sage es später nochmal. Wenn wir eine Sprache finden und das Pumping-Lemma ist erfüllt, das heißt diese Eigenschaft mit diesem y hoch i ist immer erfüllt, heißt es noch nicht, dass die Sprache regulär ist. Es gibt da Gegenbeispiele dafür. Aber das machen wir jetzt, sehen wir jetzt genau dadurch, dass wir das nochmal versuchen, anders aufzuschreiben. Weil es ist wirklich trickreich. Also trickreich heißt, man muss gut aufpassen, was man hier tut. Und um das zu sehen, was man tun muss, ist es manchmal einfacher, sich die Objekte als logische Ausdrücke hinzuschreiben. Und das habe ich hier jetzt mal probiert. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob Ihnen das was hilft. Mir hilft es was, und wenn es Ihnen nichts hilft, vielleicht finden Sie einen anderen Weg, das für sich zu machen. Ich glaube aber, dass das ein guter Weg ist, weil man genau sieht, was die Zutaten sind, die man braucht. Das Lemma ist nochmal, das Pumping-Lemma ist nochmal anders hingeschrieben. Wir haben die Aussage, A ist regulär, impliziert irgendwas ganz Kompliziertes, nämlich das mit den Wörtern, die wir zerlegen können. Wir schauen da nachher gleich rein. Was wir machen wollen, ist, wir wollen uns die Kontraposition von diesem Lemma angucken. Und ich hoffe, Sie wissen das noch, aber vielleicht wissen es manche auch nicht. Wenn wir einen logischen Ausdruck haben, A impliziert B, dann ist die Kontraposition nicht B impliziert nicht A. Und wenn A impliziert B wahr ist, dann ist auch nicht B impliziert nicht A wahr. Das heißt, die Kontraposition von diesem Lemma ist im Prinzip, wenn wir diesen komplizierten Ausdruck, also hier ist jetzt dieses lange Existenzding, nicht dieses lange Existenz, also das ist das Nichtzeichen, wenn Sie das nicht wissen, diese Ecke da, also nicht dieser komplizierte Ausdruck impliziert, dass die Sprache nicht regulär ist. Also wenn A daraus folgt B gilt, dann gilt auch nicht B daraus folgt nicht A. Und das nennt man Kontraposition. So. Und jetzt müssen wir gucken, was ist also, und so soll das jetzt funktionieren. Wir wollen zeigen, wir gegeben eine Sprache, dieser Ausdruck in der Mitte hier ist nicht wahr. Und dann wissen wir eben, dass diese Sprache hier nicht regulär ist. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, wie sieht die Verneinung von diesem langen Ausdruck aus. Und das ist jetzt irgendwie ein so wahnsinnig langer, komplizierter Ausdruck, und jetzt müssen wir hinkriegen, die Verneinung von diesem Ausdruck. So, wie sieht der Verneinung aus? Das ist jetzt, ich hoffe, Sie wissen das noch aus Ihrer Mathevorlesung, aber wenn nicht, wir wiederholen es an dieser Stelle einfach mal. Wenn man einen logischen Ausdruck hat, wo solche Quantoren, Existenz und Allquantoren drinstehen, bei der Verneinung müssen wir einfach alle diese Quantoren umdrehen. Also wo ein Existenzquantor steht, muss hinterher ein Allquantor stehen. Wo ein Allquantor steht, muss ein Existenzquantor stehen. Und ganz am Schluss diese Aussage, die müssen wir dann verneinen. Also, wir fangen mal an. Das Ding sagt, es existiert ein N, sodass irgendwas wahr ist. Und die Verneinung heißt dann, für alle N ist dieses irgendwas nicht wahr. Okay? Also, das heißt hier statt, es existiert ein N, für alle N. Jetzt haben wir hier, für alle S mit irgendeiner bestimmten Eigenschaft soll was gelten. Und die Verneinung ist, naja, wir finden halt ein S, für das es nicht gilt. Wenn die Aussage ist, es gilt für alle, und wir haben eins gefunden, für das es nicht gilt, dann war diese für alle Aussage offensichtlich falsch. Das heißt, wir müssen hier, also deswegen mussten wir hier erst den für alle Quantor hinschreiben, dann den Existenzquantor. So, und jetzt geht es so weiter. Der Automatismus ist einfach, hier steht Existenzquantor, wir schreiben hier einen Allquantor hin, also das Pumping-Lemma, und vielleicht schauen wir uns jetzt diesen Ausdruck da oben mal an, in logischen Formeln heißt, es existiert eine natürliche Zahl, sodass für alle Wörter, deren Länge länger ist als n, als diese natürliche Zahl, die natürlich in der Sprache sind, gibt es eine Zerlegung, also wir finden eine Zerlegung, die bestimmte Eigenschaften hat,
nämlich dass die nicht trivial ist und so weiter, sodass egal welches I ich am Schluss wähle, dieses Wort, wo ich Y hoch I in der Mitte mache, in der Sprache drin ist. So, und jetzt gucken wir uns nochmal die Verneinung an. Also wir vertauschen zuerst alle Existenz- und All-Quantoren jeweils. Also hier oben steht existiert, dann schreiben wir All hin. Hier oben steht All, wir schreiben existiert hin. Hier oben steht existiert, wir schreiben All hin. Hier unten auch, hier oben auch. Also A für alle I wird zu existiert I. So, und jetzt kommt die Aussage, um die es eigentlich geht. Und die müssen wir jetzt verneinen. Also wir, dieses Wort mit dem Y hoch I in der Mitte ist jetzt eben nicht in der Sprache. So, das ist ein bisschen kompliziert. Und das nenne ich jetzt hier Sternchen. Und das ist die Aussage, die wir also zeigen müssen, um zu zeigen, dass eine Sprache nicht regulär ist. Also wenn wir es geschafft haben, zu zeigen, dass das hier stimmt für eine Sprache, die vorgegeben ist, dann können wir daraus folgern, dass diese Sprache nicht regulär ist. Okay, das Ganze ist echt ein bisschen kompliziert. Und jetzt möchte ich Ihnen ein Beispiel zeigen, dass man einfach mal sieht, wie das funktioniert, weil in der Praxis ist es dann so kompliziert doch nicht. Ich wollte das nur einmal genau aufschreiben, weil viele Leute da, und inklusive mir, ich muss mir das an der Stelle auch immer wieder klar machen, wo stehen die Existenz und wo stehen die All-Quantoren, sonst kann man das einfach nicht beweisen. Also auch ich muss mir das überlegen, und wenn ich das Pumping Lemma seit vielen Jahren mir nicht mehr angeschaut habe, muss ich es mir wieder überlegen und ich muss es mir wieder genauso aufschreiben. Das führt für mich, führt zumindest keinen Weg da außen rum. Also, jetzt wichtig ist, an einem Beispiel mal probieren durchzuexerzieren, und wir nehmen genau das Beispiel, was wir vorher schon hatten, diese Sprache, wo wir erst eine bestimmte Anzahl von Nullen haben und dann genau die gleiche Anzahl von Einsen. Und wir wollen jetzt beweisen, dass diese Sprache nicht regulär ist. Und vorher haben wir schon argumentiert, unser Bauchgefühl sagt uns, diese Sprache ist nicht regulär. Und jetzt möchte ich Ihnen das aber beweisen, indem wir das Pumping Lemma anwenden. So, also, betrachten wir erstmal ein beliebiges N. Also, warum betrachten wir ein beliebiges N? Die Aussage hier ist, für alle N. Also wir, um das Pumping Lemma zu beweisen, haben wir natürlich gesagt, dieser Automat hat N Zustände, deswegen nehmen wir N ist die Anzahl der Zustände. Aber wir wissen ja noch gar nicht, wir wollen ja zeigen, es gibt keinen Automat. Das heißt, wir wollen zeigen, egal wie viele Zustände wir nehmen, es wird nicht klappen. Also für alle N. Deswegen sind wir jetzt hier. Wir nehmen ein beliebiges N aus N. So, jetzt wählen wir ein Wort. Und zwar das Wort, also was offensichtlich, oder nicht offensichtlich, aber das Wort, was wir uns jetzt angucken, ist dieses Wort S, was 0 hoch N, 1 hoch N ist. Das ist ein Wort, das hat Länge 2N. Und dieses gucken wir uns jetzt an. Und warum gucken wir uns genau dieses an? Wir haben jetzt ein Existenzquantum. Das heißt, wir müssen sagen, für alle N finden wir ein Wort, sodass es am Schluss schief gehen wird. Und dieses Finden ist natürlich das, was, wenn man das selber beweisen will, der kreative Part ist, man muss dieses Wort tatsächlich selber finden. Also man muss eine gute Idee haben, welches Wort wir nehmen. So. Wir nehmen jetzt einfach dieses Wort, also so viele verschiedene Wörter oder Wörter mit verschiedenen Typen hat diese Sprache ja nicht, jetzt nehmen wir halt mal das. So, und jetzt kommt, wir müssen uns jetzt angucken, eine beliebige Zerlegung. Also jetzt sagen wir, dieses Wort können wir zerlegen in x, y, z, und zwar wir müssen uns alle beliebigen Zerlegungen anschauen. Nochmal, für alle Zerlegungen, die wir hier finden können, also wir müssen uns eine beliebige Zerlegung anschauen, und jetzt müssen wir ein bestimmtes I finden, sodass dieses Ding hier nicht in der Sprache ist. Also wir müssen ein I finden, das ist wieder dieser kreative Part, wir müssen einfach irgendeins finden, es existiert eins, es müssen nicht für alle oder so sein, wir müssen eins finden, sodass am Schluss, wenn wir diesen mittleren Teil hoch I nehmen, das resultierende Wort nicht in A ist. Das Schwierige ist aber, dass es für alle beliebigen Zerlegungen gelten muss. Also für jede Zerlegung müssen wir so ein I finden. So. Und jetzt schauen wir uns einfach verschiedene Fälle an. Also der erste Fall, wir schauen uns verschiedene Typen von Wörtern an. Also jetzt stellen wir uns vor, wir haben so eine Zerlegung, also hier sind wir haben so eine Zerlegung gefunden. Also wir starten ja mit diesem Wort hier und wir können das auf verschiedene Weise zerlegen. Ich habe es hier mal unten auch mal hingemalt. Also es könnte zum Beispiel sein, dass diese Zerlegung so aussieht, dass dieser Teil Y, um den es geht, nur Nuller enthält. Also weil wir müssen ja alle Zerlegungen anschauen. Also ein Typ Zerlegung ist, dieses Wort Y enthält nur Nullen. Das ist das, was wir hier als Fall 1 bezeichnen wollen. Und dann ist es aber so, wenn ich jetzt mir angucke, das Wort XY Quadrat Z,
Das ist dann nicht in der Sprache, weil dann, was passiert, jetzt habe ich hier zum Beispiel zwei Nullen, wenn ich jetzt y Quadrat nehme, tue ich nochmal zwei Nullen dazu. Aber dann, wenn sagen wir mal, vorher 10 Nullen und hinten 10 Einsen waren und ich tue jetzt vorne, nehme ich zwei Nullen und tue noch zwei dazu, dann habe ich auf einmal vorne 12 und hinten 10. Also dann ist das resultierende Wort nicht mehr in der Sprache. Das heißt, und dadurch, dass y in der Forderung von dem Pumping Lemma auch die Länge mindestens 1 haben muss, ist es egal, wie viele Nullen hier sind. Also wenn dieses Wort y nur aus Nullen besteht und ich wiederhole das nochmal, dann ist das entstehende Wort schon nicht mehr in der Sprache. Und jetzt habe ich also i gleich 2 gefunden. Ich muss nicht für alle i das zeigen. Ich habe einfach eins gefunden, wo ich zeigen kann, dass es schief geht. So, und das i dürfen wir auch übrigens für jede Zerlegung separat finden. Also das ist jetzt vielleicht nochmal hier wichtig, die Reihenfolge der Quantoren. Also wir wählen zuerst die Zerlegung und dann wählen wir das i. Das ist nicht so, dass das gleiche i für alle Zerlegungen funktionieren muss. Für jede Zerlegung dürfte ich im Prinzip ein anderes i nehmen. Das ist jetzt hier nicht so relevant, aber vielleicht in anderen Beispielen. So, also das war jetzt der erste Fall, dass hier dieses Wort y nur aus Nullen besteht. So, jetzt kann ich den zweiten Fall machen, der ist analog, dass dieses Wort y halt irgendwo hier hinten drin steht und nur aus Einsen besteht. Und da passiert genau das Gleiche, wenn ich das jetzt verdoppel, dieses Wort, also nochmal dazu tue, habe ich zu viele Einser und dann ist das Wort auch nicht in der Sprache. So, und jetzt ist der dritte Fall, ist das y-Wort, das geht hier irgendwie über diese Grenze von Nullen und Einsen hinweg. Also da sind zuerst ein paar Nullen, also mal mindestens eine, und dann sind ein paar Einsen, also zumindest mal eine. Und jetzt gucke ich mir wieder das Wort an, xy-Quadrat, z. Aber das ist jetzt auch nicht in der Sprache, weil wie sieht das jetzt aus? Das hat hier Nuller, dann kommt irgendwie Einser. Und jetzt kommt ja dieses y-Quadrat, das heißt, das, also ich schreibe es mal noch hin. Ich kann das ja mal hinschreiben. Das würde jetzt zum Beispiel so aussehen, ich habe 0, also für Nuller, das ist dieser Teil x. Und dann sagen wir mal, ich habe y ist 0, 1. Und jetzt kommt y nochmal, 0, 1. Und dann kommt z, das sind jetzt wieder nur lauter 1, hoppsala, z muss hier unten stehen. Und das sind jetzt lauter 1er. Und jetzt ist dieser Teil hier in der Mitte, jetzt habe ich hier eine 0, 1. Also hier, und hier ist eine 1 und dann kommt aber nochmal eine 0. Aber so sehen die Wörter in der Sprache nicht aus. Da kommen erst alle Nuller und dann kommen alle Einser. Und da darf nicht sich das noch abwechseln. Das heißt, dieses Wort ist auch ganz offensichtlich nicht in der Sprache. So, und damit bin ich jetzt fertig. Weil was haben wir jetzt? Wir haben jetzt alle möglichen Fälle von Zerlegungen uns angeguckt. Also es gibt, es könnte keine Zerlegung geben, die wir noch bauen können, die nicht durch irgendeinen dieser drei Fälle abgedeckt ist. Und in jedem der drei Fälle haben wir gezeigt, ich finde ein i, in dem Fall ist immer i gleich 2, sodass das Wort, wenn ich eben dieses i anwende, also das y mit dem hoch i nehme, das entstehende Wort nicht mehr in der Menge drin ist. So. Und jetzt sagt uns das Pumping Lemma, jetzt gehen wir nochmal zurück, um das hier nochmal fertig zu machen. Jetzt haben wir praktisch gezeigt, diese Eigenschaft Stern hier gilt. Also nicht dieses Ding hier gilt. Und dann, jetzt kommt der Part, jetzt habe ich gezeigt, das Pumping-Lemma ist nicht erfüllt. Also es kann A nicht regulär gewesen sein, weil jede reguläre Sprache erfüllt es halt. Das heißt, das Pumping-Lemma liefert uns jetzt, dass diese Sprache nicht regulär ist. So, ich habe hier nochmal verschiedene Warnungen und kleine Kommentare. Der erste ist nochmal, ich habe das schon gesagt, es ist aber trotzdem wichtig, ich sage es nochmal. Das Pumping-Lemma kann nur benutzt werden, um zu zeigen, dass eine Sprache nicht regulär ist. Die Umkehrung gilt nicht, also es gibt Sprachen, die das Pumping-Lemma erfüllen und trotzdem nicht regulär sind. Und man kann sich das ja auch vorstellen, ich könnte mir einen Automaten bauen, der was Kompliziertes macht, der halt auch solche Schleifen hat, aber vielleicht außerhalb noch irgendwelche anderen Sachen tun darf. Dann funktioniert das Pumping-Lemma vielleicht auch, aber vielleicht ist schon das, was der Automat vorher und hinterher tut, irgendwie nicht das Gleiche. Also das müsste man jetzt natürlich genauer aufschreiben, aber logisch gesehen ist es auch, das Pumping-Lemma gibt es halt einfach nicht her. Das sagt nur, das hat hier keinen, also wir bräuchten ja sonst eine Äquivalenz, wenn wir das Umgekehrte zeigen wollen. Dass wenn diese Eigenschaft erfüllt ist, dass die Sprache dann regulär ist und diese Äquivalenz gilt nicht. Also die Aussage, die vielleicht auf der Folie ist, das gilt nur in eine Richtung und die Rückrichtung gilt nicht. Und zwar, sie gilt prinzipiell nicht. Das ist nicht nur, ich habe sie nicht hingeschrieben, sondern sie gilt nicht. Genau.
Ich möchte Ihnen jetzt noch ein Beispiel zeigen und das ist ein Beispiel dafür, dass ein das Bauchgefühl wahnsinnig trügen kann. Weshalb es wichtig ist, solche Tools wie das Pumping Lemmer zu haben. Also, wir schauen uns das Beispiel einfach mal an. Wir haben jetzt eine Sprache, also Wörter, und wir schauen uns die Teilstrings an und sagen, die Teilstrings 01 und der Teilstring 10 taucht gleich oft auf. Und das hört sich fast so an wie die Sprache, die wir vorher hatten. Wir hatten erst eine Anzahl Nuller und dann haben wir eine bestimmte Anzahl Einser. Und hier diese Sprache sagt jetzt, wir zählen, wie viele Teilstrings 01 wir haben und genauso viele Teilstrings 10 tauchen auch auf in dem Wort. Und wir gucken, die Sprache besteht aus allen Wörtern, wo eben gleich viele, gleich oft der Teilstring 01 und 10 auftaucht. So, und auch hier ist es so, man würde jetzt vermuten, ich muss einfach zählen, wie oft taucht der Teilstring 01 auf und wie oft taucht der Teilstring 10 auf und würde dadurch rauskriegen, was ist denn, also ich müsste wieder solche Zustände machen und könnte sagen, der Automat wird dadurch, müsste das zählen können und das kann er nicht tun. Und der Trick ist jetzt, diese Vermutung stimmt nicht. Also die Sprache ist regulär und man kann das auch beweisen. Und der Beweis ist ehrlich gesagt gar nicht so arg schwierig. Ich habe das auch neulich gelesen und dachte, das ist doch ein bisschen komisch. Aber eigentlich ist es ganz einfach, wenn man sich das hinschreibt. Und ich würde Ihnen das ganz, ganz gerne als Übungsaufgabe ans Herz legen, weil ich glaube, man lernt viel dabei. Also die Übungsaufgabe ist, beweisen Sie, dass das Ding regulär ist. Und es funktioniert dadurch. Und ich glaube, Sie sehen, dass wie das funktioniert, wenn Sie sich mal viele Strings hinschreiben. Schreiben Sie sich mal Strings an, wo sich ganz viele 01-Sachen irgendwie miteinander abwechseln. Und der Trick ist, wenn ich so einen Teilstring 01 gelesen habe und dann soll was Interessantes passieren, dann muss danach ja wieder eine 0 kommen. Beziehungsweise, und wenn dann wieder was Interessantes passiert, bekommt wieder eine 1. Und das heißt, diese Strings 01 und 10, die wechseln sich irgendwie immer ab, wenn was Interessantes passiert. Und wenn das der Fall ist, ist es halt so, kann man schauen, wie man einen Automaten bauen kann, der das dann hinkriegt. Das ist die erste Aufgabe, die ich Ihnen ans Herz legen will. Die zweite Aufgabe ist, Sie sollten sich jetzt mal überlegen, warum das Pumping länger schief geht. Also ich sage Ihnen jetzt ja, die Behauptung ist, diese Sprache ist regulär. Das heißt, das Pumping Lemma müsste an irgendeiner Stelle schief gehen. Und jetzt ist es ja interessant, mal zu sehen, wo das schief geht. Jetzt versuchen Sie mal, das Pumping Lemma anzuwenden und versuchen Sie rauszukriegen, warum das nicht funktionieren kann. Warum das Pumping Lemma immer schief gehen muss. Das ist dann auch nochmal eine Versicherung dafür, dass das mit dem Pumping Lemma alles seine Richtigkeit hat. Weil wenn wir das hier anwenden könnten, wäre die Sprache ja doch nicht regulär. Aber sie ist regulär. Und irgendwo muss es dann schief gehen. Dieser Beweis, den man versuchen würde, durch das Pumping Lemma, wenn man eben versuchen würde, diese Aussage zu verneinen. Genau, das ist jetzt das Ende von dem Kapitel über das Pumping Lemma. Ich will dazu gar nicht viel mehr sagen. Es gibt ganz, ganz viele andere Varianten von diesem Pumping Lemma noch, sowohl für reguläre Sprachen als auch für nicht reguläre Sprachen. Und der Trick ist immer, ich muss halt eine notwendige Eigenschaft finden, die die regulären Sprachen erfüllen und kann dann immer zeigen, wenn die nicht erfüllt ist, dann kommt halt auch kann es keine reguläre Sprache gewesen sein. Und das ist perfekt. Mein iPad sagt mir jetzt, die Batterie hört auf. Ich bin fertig mit der Vorlesung und wünsche Ihnen einen guten Abend. Bei mir ist jetzt Abend oder einen guten Morgen, je nachdem, wie Ihr Tag weitergeht. Dankeschön.